In der Sporthalle der TGM Gonsenheim fand am 10. Oktober das Endturnier um den Südwestpokal statt. Im ersten Halbfinale spielten die Regionalligisten der TV Bliessen gegen die TV Rölsheim. Das einseitige Duell endete mit einem glatten 3:0-Sieg für die Bliessener, die damit im Finale stehen. Weitaus mehr Spannung versprach das zweite Halbfinale. Dort trafen die beiden Zweitligisten, die TGM Gonsenheim, auf die TG Rüsselsheim. Ja, das war in jedem Fall das vorgezogene Finale. Das ist jetzt schon leider zum zweiten Mal passiert, dass ausgerechnet die beiden Zweitligisten ins Halbfinale gelost wurden. Entsprechend ausgeglichen entwickelte sich die Partie. Den ersten Satz entschieden die leicht favorisierten Rüsselsheimer für sich. Wir hatten Schwierigkeiten ins Spiel zu kommen im ersten Satz. Wir haben dann eher so die leichten Fehler gemacht und ja, da ist uns halt Rüsselsheim nicht entgegengekommen. Im zweiten Satz zeigten die Gonsenheimer dann, was in ihnen steckt. Mit einem fantastischen Publikum im Rücken schafften sie den viel umjubelten Satzausgleich. Der dritte Satz war dann Volleyball vom Feinsten. Lange Zeit ging es im dritten Satz hin und her. Satzbälle auf beiden Seiten. Mit dem besseren Ende für Rüsselsheim. Danach war der Wille der Gonsenheimer Spieler gebrochen. Den vierten Satz gewann ebenfalls das Team aus Rüsselsheim und steht damit im Finale. Klar, wir hatten im dritten Satz ganz große Möglichkeiten, den Satz zu gewinnen. Das hat dann richtig wehgetan, dass wir das nicht nutzen konnten. Das war ein riesengroßer Kampf und es war halt auch das vorgezogene Finale, kann man eigentlich so sagen. Aber die sind auch Gegner bei uns in der Runde und es tut psychisch ganz gut, dass wir die so geschlagen haben. Sehr zufrieden, war ein sehr interessantes Spiel, sehr emotional und ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis. Ja. Im Finale war es dann eine klare Sache. Der Bundesligist aus Rüsselsheim ließ dem Zweiklassen schlechteren Regionalligisten aus Bliessen keine Chance und siegte klar mit 3:0. Damit trifft der TG Rüsselsheim im deutschen Pokal auf den Rekordpokalsieger VTB Friedrichshafen, den bekanntesten deutschen Volleyballverein überhaupt. Und das ist halt auf jeden Fall für uns immer ein Erlebnis, gegen so eine Mannschaft zu spielen, auf alle Fälle. Und von daher hoffen wir auf relativ viele Leute in der Halle. Eine Profimannschaft. Wir können nur diese Zeit genießen und eventuell etwas lernen, was möglich ist.